Hi Leute, willkommen zurück zu Europa Universalis 3. Wir haben uns gerade dazu durchgerungen, oder ja, es macht sehr viel Spaß, deswegen machen wir gerade nochmal eine Runde. Also es ist 2 Uhr jetzt gleich, aber es macht sehr viel Spaß. Und von dem her machen wir gerade weiter. Tobi! Ja? Janik? Ja? Verdammt! Du möchtest, was denn? Du möchtest Ungarn eine Mission angreifen? Bekommen, die dir ja nicht gefallen wird. Gib mir ein paar Jahre, um meine Infamie ja, zu mal reduzieren. Sobald ich Bulgarien angreife, wird ja auf jeden Fall Ungarn sich auf mich stürzen wollen. Ja, nee, nee, weißt du, das Problem ist, ich brauche Kriegsgründe und so weiter. Eigentlich will ich diesen einen... Allianzkriegsgrund, was willst du mehr? Nee, 200% Prestige, glaube ich sogar. Nein, es geht mir darum, ich will einen Personalunionskriegsgrund gegen den Hammer, aber den habe ich halt nicht. Das ist mein Problem. Und wie kriegt man so einen? Ja, eigentlich durch Zufall, ja nicht durch Zufall, aber halt, ja, eigentlich kriege ich den halt nach einer Weile. Also, Nico, ist es nicht irgendwie möglich, dass du mir den komischen Burgunder da weghaust? Dann fliegt der Auftrag wenigstens mal raus. Flandern, wo ist Flandern? Ja. In Nord. Bei Frankreich da. Calais. Also, das habe ich vorhin freigegeben. Bei euch noch? Ja. Bei mir ist am 8. Donnerstag hingeblieben. Echt? Ja. Nils, die brichst du aber schon ab, gell? Ja, im Moment, es dauert halt eine Ewigkeit, bis ich sie abbrechen kann. Das ist das Problem. Also, sonst warte würde mal. Na gut, also bei dir geht es nicht mehr weiter, oder was? Und bei mir ist es am 8. Donnerstag, ja, warte mal, jetzt, oh. Seid ihr jetzt auch? Oh, seid ihr beim 22. Ja, ja. Okay, da bin ich jetzt auch, okay, meine ist einfach kurz hängen geblieben. Also, warte. Gut. Tobi, ich verleg meine Flotte nach Süden und dann können wir mal den mal aufs Maul geben. Yeah! Weil die sind halt von Rebellen zerpflückt. Was möchtest du haben von denen? Alles, was oben bei meiner Meerenge liegt. Hättest du was dagegen, wenn ich Ifni, Sus und Safi nehme? Ifni und Sus, ich glaube, das will Chrissy haben. Ja, der ist aber nicht da. Na, das stimmt. Oh, Chrissy, willst du die haben? Gib's ihm, lass ihm halt. Ja, sonst gibt's da aber nichts mehr, was ich mir holen kann. Stimmt, ja, dann holst du ihn. Eine Revolte in, warte, where are you from? Hannover. Also warte, Tobi, ich erklär gleich den Krieg. Ja, Moment, ich glaube, ich habe noch die Waffenruhe. Moment. Ja, ich kann dich ja trotzdem einladen. Ich glaube, stört doch nicht, wenn ich ihn in den Krieg einlade und er noch Waffenruhe hat, oder? What the fuck? Janik. Was? Mit, doch, dann kriegst du minus, keine Ahnung, 5 Stabilität. Okay, ich bring meine Truppen im Süden in Stellung und warte. Alter, Mann, ich mach 0 Ruf baue ich ab pro Jahr und ich weiß nicht warum, was ist denn los? Hast du irgendeinen Kurfürsten vassalisiert? Nee, aber ich habe unrechtmäßiges Territorium. Ja, dann weißt du's. Alter, was ist denn eigentlich mit Kleve und Sachsen los? Die voten jetzt plötzlich für Bayern, geht's eigentlich noch? Die voten? Krieg. Ja, nee, ich warte drauf, bis der Erste für mich votet. Nee, was passiert eigentlich, wenn ich dieses scheiß Reich verlasse? Hab ich schon mal gesehen. Dann kriegst du von mir aufs Maul, so sieht's aus. Warum? Ich kann auch schon machen. Die ganze Zeit Mainz und Trier warum beleidigen. Du das Reich nicht verlassen solltest, ist, weil du durch das Reich Boni bekommst, die du anderen schon, ja, und Schutz, und andernfalls bleiben die dir verwehrt, und da ich keine Reichsreform durchsetze, passiert dir nichts und du hast keine Nachteile an der ganzen Sache, sondern nur Vorteile. Sogar wenn ich die ersten zwei Reichsreformen durchsetzt, hast du nur Vorteile bekommst du, keine Nachteile. Also, bis wann hast du Waffenruhe? Wo sehe ich das genau? Doch, nachher hast du noch. Irgendwo, bei diesen Banner. Blauen Teilen müsste das stehen. Weiße Fahne, mit einer Uhr drin. Ne, es steht nur Stabilitätseffekt. Dann klick mal auf die Deppen. Also, Nadik, einfach lassen. Das ist Deppen. Da steht's auch nicht, mit wem, wie lange du noch Waffenruhe hast. Und illegales Reichsterritorium hast du dann trotzdem noch. Bei meinem Glück werde ich den Wix wieder gegen Neapel kämpfen müssen. Warte. Nee, ich seh's hier will jetzt endlich diesen Kriegsgrund. Ich glaube, ich sag das jetzt schon seit ungefähr Marius? 7 Parts, aber egal. Wie lange hast du noch Waffenruhe mit den Marokkinern? 2,5 Jahre. Okay. Na, dann habe ich es auch 2,5 Jahre, weil ich habe vorhin zeitgleich mit Marius angegriffen. Er deshalb Frieden ist er gemacht. Mit Marius gefragt. Alter, wie in letzter Zeit so alle zusammenarbeiten. War lustig. Naja. Ja, du hättest auch mal irgendwas bekommen. Mich. Ja, jetzt muss noch Burgund ausgelöscht werden. Nico. Ja, aber ich habe keinen Kriegsgrund.
Und ich will nicht zwei Stabilität Wo liegt haben. Burgund? Ja, die In haben nur noch Brabant. Brabant. Einfach mal ein paar Truppen. Da lebt mein König immer Umstellung. noch. Matthias immer noch. Ist schon seit 1383, oh lol. Ist der König. Lol, mein Erbe ist 51. Oh oh. Aber selbst wenn der stirbt, dann gibt's wahrscheinlich noch einen anderen. Boah, was siehst du, wie alt der Erbe ist? Das steht da. Alter 51, Anspruch stark. Tobi, willst du mir nicht Gibraltar verkaufen? Der deutsche Ort. Gibraltar, warum? Nein. Das liegt genau in meinem Land. Ja, stimmt. Ja, aber ich brauch's. In 8 Jahren. Nein, das Ding. Nicht. Nein, Nils, nein. 9 Jahren. Doch, vor Mission. Nils. Hallo, ich hab was. Da muss ich was in Italien einnehmen. Ja. Da Moskau wurde was. Ich mach sowas auch nicht. Kannst du versuch's ruhig. Kannst du sehen, wie groß die Leute von deutscher Orden ist? Italien gehört eigentlich mir komplett. Ja, und der Apfel 42 und 42 heißt es mit. Boah, locker, Alter, nee. Warum, was willst du machen? Ja, weil ihr gerade ständig Core auf irgendwelchen Provinzen. Ja, geht noch nicht. Bist du gut? Ach ja, übrigens, meine außenpolitische Dings ist jetzt so weit, dass ich möchte, dass Mailand endlich verdammt Italien erobert, koste es, was es wolle. Boah, mir geht okay, das ich geb Sack. Und ich will eine schwarze okay, Liste. Ja, nee, wegen komischen Mailand da meine ich. England will Neapel, jetzt irgendwas erobern. England will irgendwas zu erobern. Will ja, irgendwas haben. Ich Scheiße, ja. Kunde hab, ich versuch, England ja, kann gleich dumme Afrikaner überholen. Ich hab halt schon ja, 2 Jahre, ne? Was willst du? Bis dahin, zwei Jahre. Dafür entschädigen. Was willst du dafür? Also erstmal Savoyen und Nizza. Nee. Und die Provinz oder was? Ja, die Provinz Savoyen, die Provinz Nizza und die Provinz Korsika. Das ist nicht meine Entscheidung, das musst du dir überlegen, Kämpfer. Seht euch den Schriftzug von Moskau an. So wird es aussehen. Lol. Mit Russland. Wow. Ja, muss noch ein bisschen größer werden. Hey, Thomas, nice. Egal, die haben eine Garantie von Mamelukenreich, dass Na, das da könnte interessant werden. Von Mamelukenreich. Wir haben ein paar zu viele Feinde, ich glaube, ich ziehe wieder ab. Hallo, guck mal, Frankreich sitzt da auch noch. Beim ja, das Problem ist, erstens ist nicht sicher, ob Frankreich uns hilft. Ach doch. Siehst du? Der will okay. nämlich auch da unten was erobern. Gut, ich habe mich gerade entschlossen, Kolonien in Afrika zu bilden. Ich will zumindest ein paar Provinzen haben, so als Handelsstützpunkte oder so. Yeah. Und alle sind friedlich. Sag Bescheid, Marius, wenn euer Friedensvertrag ausläuft. Ja. Mein ganzes Reich ist grün, das ist schön. So ruhig plötzlich, wenn die Musik aussetzt von dem Spiel. Boah, läuft gerade richtig gut. Keine Kometen. Und. Sag's bloß nicht. Boah, das kommt nicht heraus. Ja, stimmt, wenn ich das jetzt sag. Als nächstes kommt hier zweimal hintereinander Komet gesichtet. Sechsmal. Ja, mindestens. Mir würden schon 5-mal reichen. Muss ich doch von dem letzten Schwachsinn da holen. Wenn ich im Moment gelb überhaupt, dann baue ich eben ein paar Karavellen. Eben ist mein Spiel abgestürzt, jetzt geht's aber weiter. So, ja. Denk dran, ne? Heute kommt ja, geht's ja weiter ein. Ne? Ja, ne? Was? Weil geht's ja weiter. Was geht weiter? Ihr ja, spielt nachher noch wieder so voll kreativ, integriertes Spiel. Ach so. So. Ja, denk dran, wir sind in der Kanalisation laut Story. Oh ja. Ich freue mich schon drauf auf dieses Trash-Game. So schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ja, nee, nee, aber der Name doch... lässt schon Schlimmes verlauten. Slicer Elite Zombie Army. Ach so, ja, gerade eben. Als die Zombies, ganz ehrlich. Ich hab's auch. Hast du das auch? Ja. Dann musst du schon. Oh, da können wir jetzt mal zu Pit Action. Ja, da können wir zu Pit Action machen, dann bist du der Ami. Ami, ich bin schon der Brite mit seiner mächtigen Brille und seinem. Bin der Russe. Taschenuhr. Du bist nicht der Russe, du bist der Metzger. Stimmt.
In 5 Jahren ist Moskau mit Novgorod vereint. Der Kaiser ist tot. Lang lebe der Kaiser. Halleluja. Ach, Ladislav wurde jetzt noch König und Kaiser. Und jetzt der nächste ist Ferdinand Wenzel von Habsburg. Wenzel. Also mein neuer mein momentaner König ist ein Loser. Ganz Kaiser. Kurz. Ich habe eine Personalunion mit Habs jetzt und ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Doch, ist doch gut. Ist doch gut, die gehören jetzt dir. Ja, tun es. Also. Die gehören jetzt mir inwiefern? Ja, die sind halt dein Personalunionspartner, dein Juniorpartner. Ja gut, nicht, dass ich deren Juniorpartner wäre. Ja, trotzdem, was bedeutet das jetzt? Oh oh. Was das bedeutet? Nix. Mhm. Du hast einen Teil von Afrika. Genau, und irgendwann mal kriegst du vielleicht. Österreich, wann hast du endlich mal Ungarn? Was? Wann brauchst du denn für Ungarn? Ja, hätte ich mal den Kriegsgrund, dann wäre schon... Böhmen wird immer größer. Ja, sorry, hätte ich mal den Kriegsgrund, wie gesagt, dann wäre das schon vor 30 Jahren erledigt gewesen. Aber ich krieg ja diesen verschissenen Kriegsgrund nicht. Weißt du, ich krieg alles Mögliche. Von burgundisches Erbe bis über Norditalien und Süditalien. Aber diesen komischen verschissenen Ungarn- und Böhmen-Kriegsgrund krieg ich einfach nicht. Das ist das Problem. Und im Böhmen kann ich nicht angreifen ohne Kernprovinzen. Swag. Ja, also Ungarn werde ich demnächst angreifen, sobald ich mal da wieder einen Kriegsgrund habe, werde ich die mal angreifen, aber gegen Böhmen kann ich halt nicht, weil wenn die steht im Reich sind, dann ist das halt ziemlich scheiße. Auch die ganze Zeit mein Problem mit Savoyen, ich kann den nicht angreifen. Das die ganze Zeit gegen die Krieg kann ich annektieren. Hat jemand ein Problem, wenn wir die Zeit höher stellen? Ja. Nein. Nein. Auf 5. Nils kann nichts tun, genauso wie ich. Findest du genial, wie stabil das einfach bei uns läuft eigentlich? Ja, und wir, nachdem wir eine gewisse Person rausgeworfen haben. Ja, das ist halt scheiße. Ich würde mir jetzt gern die Kanda holen. Wäre ganz nett, aber blöderweise haben die halt irgendwie so Bündnis mit Mameluk und Marokko. Dieses Bündnis töten wir gleich eh ab. Ja, das bald. Nehmen Tobi und ich gleich auseinander, so wie es aussieht. Und, ganz ehrlich, vorhin hat aber der Ottomane die Mamelucken fertig gemacht. Boah, ja. Hab ich wieder so ein hart krasses Déjà-vu. Fuck. Ich glaube, ich gönn mir mal die Schwarze See. Was? Ich hab grad eine Armee verloren. Aber genau dieser Wortlaut. Nächsten Krieg, den ich führen werde, wird gegen Dings heißt's. Ab wann geht's eigentlich mit dem Protestantentum los? 1492 oder so, ne? Nee, da war Amerika. Ich glaube 1508 oder so. Ja, warum lassen die Atheisten nicht einfach in Ruhe? Wer nimmt dann wen? Das war eigentlich auch eine gute Frage. Ja, Brandenburg kann dann Preußen gründen, glaube ich, irgendwie so in den Zeitraum. Ach stimmt. Brandenburg muss ja evangelisch werden, um Preußen zu gründen. Ja. Echt? Das ist ein Scheiß. Ja. Du musst alles da konvertieren, weil dir das richtig scheiße. Aber Preuß hat eine richtig geile Farbe. Dieser Ottomane hat sich mit meinen Feinden, also mit denen, die ich eigentlich unbedingt erobern will, hat er sich einfach mal gute Beziehungen und ich so mag geschafft. Den Typen. Ja, irgendwann will ich auch noch mal Mamelucken da ein bisschen reinpreschen, dann können wir. Mamelucken sind mir egal, solange sie nicht. Also überleg mal, du könntest die in der Zentralsahara kolonisieren. Überleg mal, ich würde da irgendwie kolonisieren über irgendwelche Umwege. Du kannst Land verkaufen, toll. Es wäre erst dann sinnvoll, wenn es Solarplatten gäbe. Das wäre irgendwie voll der Bob, keine Ahnung. Leute, ich krieg jedes Jahr 0,2 Ruf dazu. Infamy, meinst du? Also. Ja. Dann kriegen wir nicht so minus 1,06. Oh, dann bist du so ziemlich am Arsch, weil du dann relativ schnell zum Abschuss freigegeben wirst. Ja, aber bis das soweit ist, dass ich halt eben zum Abschuss freigegeben werde, bis dahin habe ich illegales Reichsterritorium verloren und dann kriege ich das wieder. Also. Ich kann immer noch nach Frankreich einmarschieren, weil ich da noch Kernprovinzen oder so hab, lol. Stell doch Berater ein. Ach so, Calais. Ja, Calais. Ich will den Hafen eigentlich wieder haben. Weiß ich, verliere pro Jahr irgendwie auch nur 1,3 Infamy. Ey, bald kann ich die Mission abbrechen. Ja, wenn ich dann gleich ganz laut schrei, dann habe ich wieder eine Scheiße bekommen. Der Niedergang Ungarns.
Ja! Kein Schrei. Ja! Wie geil! Oh, es ist wirklich schlimm. Der nächste Krieg, den Janik So, der nächste Krieg und bitte, wir bitten alle hier ruhig zu sein, weil Janik wird uns über einen emotionalen Weg. Exkommunizierter Herrscher. Janik, weißt du, was noch lustiger ist? Nach dem Part wird aufgehört. Was? Nach dem Part wird aufgehört. Ne? Ja, pff, mir egal. So, Janik, wenn du jetzt nichts jetzt. Wenn du jetzt Ungarn nicht annektierst, was aber das ist oder Personalunion machst. Das mach ich jetzt. Das habe ich jetzt gerade vor. Wo stehen eigentlich die hier Kriegsgründe, die man hat? Unten, wenn du auf Statistiken gehst und dann oben bei Beziehungen draufklickst, auf der Seite 31. Okay. Ich habe nur Heiliger Krieg. Und einmal exkommunizierter Herrscher, einmal Eroberung, nee, zweimal und einmal Rückeroberung. Nils, ich bin fast auf deiner... Oder? Obi ist der Eroberung, Marius ist der Rückeroberung, das heißt, das wird schon mal schwierig, weil ich damit nah mit Truppen schwer landen kann. Oh, grad, wie viele Truppen haben eigentlich die Mamelucken? Ich die nächste wirklich kriegen. Ja. Mamelucken kannst du sagen, die, egal wie viele Truppen du hast, die haben dreimal so viel. Okay. Also... Aber die haben nur Trash-Units. Mit Mamelucken schmeißt du echt mit Units um sich, das ist, ja, kannst du sagen, das sind eigentlich Sklaven, die, mit denen sie kämpfen. Die also Nighthack? Nichts, aber ja. Sie sind viele. Kannst du mir kurz eben gegen, ich bin auch mit Böhmen gleich im Krieg, kannst du mir da helfen und gegen den Deutschen Orden? Ja, ich hab meine ganzen Dinger zusammentrommeln, die schon. Ah, ich lade dich ein. Warte mal, das überschneidet mein Dingszeug nach oben schrauben. Ich Janik, könnte wenn du unbedingt dir willst, kann helfen, ich auch noch indem helfen. Ich Bulgarien in die Mange nehme. Ja, wenn du Hilfe, wenn du möchtest. Aber weil ich muss mal kurz Runde stellen. Okay, ab nach Bulgarien. Wenn du möchtest, dann lade ich dich auch noch ein. Ja. Wir haben gar keine Staatsehe mehr. Ich kann den doch selbst Kriegs mit Allianz... Lass mich selbst Krieg erklären mit... Du? Ich ihn mit Allianz. Warum? Du brauchst nicht helfen. Doch, will ich aber. Warum? Weil ich die brauche für den Balkan und weil so, es mir ja, mach 200% dann greif halt selber an, ja. Prestige gibt. Dann kannst du auch selber angreifen. Okay. Ich kümmere mich um die Bürmer, die da... Oh Gott. Balkankrieg. Oh fuck, Alter, warum verliert meine Jetzt Armee da? Jetzt gefällt mir die Technologiekarte mal wieder richtig. Bettner ist gerade eben grün geworden. Er ist gerade eben grün geworden. Hellgrün geworden. Grün war ich schon. Janik? Ja. Eventuell, wenn wir jetzt ein Bündnis schließen, dann könnte ich Bavar angreifen und dann sollte Burgund mit in den Krieg kommen. Warum brauchen wir denn dafür ein Bündnis? Damit ich einen Kriegsgrund habe. Hey, gegen wen? Mit dem deutschen Orden aus dem Krieg hauen. Ja. Ach, ich bin mit denen im Krieg. Ach so. Bitte hauen wir den deutschen Orden raus. Ja. Genervt. Bitte, tu das. Ich kann das gerade nicht, warte. Ja. Weiß nicht, keine Ahnung. Mach Leute, einmal was Richtiges. Orden, die sind nicht. Übermacht. Geht nicht mehr. Na, ich bin da jetzt eigentlich nicht gerade so drauf angewiesen. Darauf angewiesen. Ja, das Bar rausfliegt. Ich sieht meinen General. Ja, Janik. Waren 2000 Männer mehr von den Der Gegner. Punkt ist, dass die mit Burgund verbündet sind. Und wenn ich sie angreife, kommt Burgund vielleicht mit dazu. Also das ist so das Ziel. Kriegt ja nochmal 11.000 Soldaten mit einem guten. Fuck. Ich weiß gar nicht, warum meine Armeen gerade verlieren, echt. General, hast du die Mentees? Ja, ich hab einen drin. Ich hab den General. Greifst du sie auf schlechtem Boden an? Keine Ahnung, aber eigentlich nicht. Wenn du sie angreifst, dann, je nachdem, wie lang die feindliche Armee dort steht und je nachdem, was es für Gelände Brandenburg, ist. Brandenburger, ich glaube, deine Armee ist so ein bisschen gelitten, oder? Ich gewinne. Ich werde gewinnen. Tobi. Ich glaube an dich. Ich glaube, du begehst gerade eigentlich einen taktischen Fehler. Was für ein. Könnte jetzt, wenn ich wollte, könnte ich Gibraltar jetzt erobern. Müsste Willst du die das Straße denn? Von Gibraltar mit Schlachtschiffen dicht machen, dann wären die meisten deiner Truppen eingekesselt. Ich lande mit meinen Soldaten und dann bist raus. Wenn du ein böses Nils wärst, dann würdest du das tun.
Bin ich nicht. Ja. Gleich habe ich sogar. Du bist nämlich ein liebes Nils. Das ist eine ganz andere Art. Mhm, bin ich, klar. Wir direkt wir noch mehr Truppen nach unten verlegt. Ich bin echt blind. Ich bin ja sowieso im Bündnis mit dir. Ja. Yeah. Sag mal die 32.000 Truppen. Jetzt kommt gleich der Bündnis. An deiner Stelle hier dieses koloniale Unternehmung würde ich einfach mal wegmachen und dafür was anderes reintun. Selbst wenn du dafür Stabilität verlierst. Bei deinen nationalen Ideen würde ich Bürokratie nehmen. Wo geht die böhmische Armee gerade hin? Nitex, soll ich den deutschen Orden raushauen? Hol den bitte raus, den deutschen Orden. Wie viel Stabilität Geld verliert man beim Ändern der Idee? Drei? Da gehst du halt ein paar Wochen lang nur auf Stabilität, aber das bringt halt im Nachhinein extrem viel mehr als das. Überleg, ob ich nicht auch meine nationale Idee ändere. Kann man wieder hochschalten, die Geschwindigkeit, ist alles okay? Ja. So. Ich mach 4 Monate. Verschieb mal nach Böhmen, gell? Da stehen auch immer zwei. Oh fuck, stehen da viele Truppen. Von Böhmen, gell? Ja, da in Ruthenien stehen voll viele. Ja, ich hab die da bis dahin verfolgt. Die kommen grad. Kannst du die Truppen kurz nach Eris irgendwas da schicken? Deine? Ebbet. Oder nee, die Brandenburger Truppen meine ich, ups. Nach Ebbet. Ja, trotzdem mache ich das. Warte mal, seit wann zerpflückt ihr Böhmen und seit wann ist Böhmen so groß? Schon immer, also seitdem schon ewig. Seitdem wir sie zerpflückt. Also wir haben die schon so oft zerpflückt und ich hab noch nichts erobert von denen. Jannik ist voll depressiv. Ich lieb meinen General. Meine Truppen sind gerade voll scheiße im Kämpfen, ich weiß auch nicht warum. Meine sind da. Alter, wie viele Truppen du hast mit so wenig Land. Ist echt, gehört echt verboten, dein Income. Sieh dir meine Vasallen an, was die für ein Feste oben waren. Alter, das habe ich gerade verloren. Wegen Moral. Ich hau Böhmen raus, gell. Nein, ja. Warte mal, kannst du mir Toren oben geben? Ja. Kann ich machen. Wobei, nee, kann ich nicht machen. Weil das Problem ist, ich habe sowieso schon so viel Ruf und wenn ich jetzt. Tobi. Hast du jetzt den Frieden, also kannst du jetzt wieder den, könntest du den Mamelucken den Krieg erklären? Ja. Ohne... Marius? Ja, könnt ihr. Nitex, sorry, ich muss mit denen, ich kann denen leider nichts fordern. Warte mal. Ich kann gerade nicht fordern. Gegen die Mamelucken. Musst du gar nicht, du musst nur, einfach nur, denen keinen Militärzugang geben. Oh, sorry, hat er. Warte mal kurz, Janik, wir müssen Dings mal ganz einnehmen, dann kann ich es auch für mich fordern. Was? Wir müssen mal Ungarn ganz einnehmen. Mach mal nichts mit Böhmen, das Böhmen noch drin. Ah, oh. Nimm mal ganz Ungarn ein. Ja, dann mach. Versuche, mach halt ein. Ja, nee, du machst keinen Separatfrieden mit Ungarn, das machen wir nicht. Alter, Nitek, ja. Beim besten Willen. Thorn, okay, warte mal. Ich würde dir die Stadt ja liebend gerne geben, aber ich krieg jedes Jahr 0,2 Ruf dazu und dann habe ich verkackt, okay? Übrigens ist die Stadt jetzt auch nichts wert. Nebenbei ich gesagt. Ich bin Schütze, was wert ist. Ich brauche Kohle. Ja, die ist nichts wert, die Stadt. Ich mache jetzt mit denen Frieden, sorry. Ich kann dir die Provinz nicht geben. Ich wollte dir ja selber auch Pressburg holen, aber ich kann mir die Provinzen nicht holen. Na, dann mach Frieden, ich werde es mir auch schreiben. Ja, ich. Ich werde eine Liste verfassen, Janik. Alter, Nitek, ich hab dir so viel geholfen, Mann, ganz ernsthaft. Was für Hilfe hier, was laberst du? Ja, doch hin. Ja, wie gesagt, ich geh leider nicht, ich musste. So, Tobi, meine Truppen kommen. Sorry, Nitek. Du brauchst eigentlich noch meine Hilfe. Was? Da brauchst du eine Hilfe unten gar nicht, kann ich abhauen. Kannst du abhauen. Willst du Krieg erklären, Tobi? Und Frankreich, bist platt. Hast du platt willst du nicht Hauptkriegsführer werden? Also machen wir noch den Krieg, machen wir noch schön zu Ende, dann oder? Machen wir das mal. Blöp. Den Krieg machen wir noch schön zu Ende. Warte mal, kurz mal Pause. Ja. Nico, wie sieht's aus? Ja, läuft ganz gut. Brabant lebt ja noch. Ja. Warum bist du in Bulgarien gelandet? Bulgarien gelandet? Ja, Janik, mach mal die Zeit ein Stück wieder runter. Warum sind es deine Vasallen? Weil ich im Krieg mit Ungarn bin. Tobi, du kannst die Invasion starten. Also Burgund ist im Krieg, das heißt... Nee, du musst das nicht annektieren. Burgund hast du erobert, oder was? Nein, Burgund ist im Krieg, Burgund wird gerade belagert. Hast du jetzt, du kannst jetzt angreifen. Narr!
mal, da kommen sie, 12.000. Frankreich, wie lange brauchst du noch? Das kann noch ein paar Monate dauern. Hm. War hat übrigens gerade so einen Teil von Österreich eingenommen. Was? Bar, oder? Achso, ja, ja. Aber Frankreich kannst du nicht mit Bar Frieden machen? Nee, da muss ich noch die Armee vernichten. Hm, okay. Warte mal, hast du eigentlich einen Allianzkriegsgrund gemacht oder habe ich dich eingeladen? Allianzkriegsgrund. Hm. Sonst wäre Burgund auch nicht. Mailand, stimmt. Könntest du mit Bulgarien einen Frieden schließen? Nein, Separatfrieden. Ja, Separatfrieden halt. Ohne ja, geht ja nicht. Warum? Weil es ein Separatfrieden in dem Fall wäre und es geht einfach nicht. Warte einfach ab, Erranor. Wir sind ja gleich fertig und dann sind die Provinzen ja, wieder frei. Wie schaffen deine Leute das, die Schlacht da? Ja, wenn ihr fertig ja, ich hoffe mal. Wenn ihr fertig seid mit denen da oben, ich aber noch nicht hier unten, dann doch, bist, ich von du hast doch einen Extrakrieg angefangen. Du hast doch einen Extrakrieg angefangen. Ach was, Ungarn gehört gleich zu mir. Ich fordere von Ungarn einfach mal Kohle. Also das sind Lappen. Guck das mal an. Das ganze Scheißgebiet von Norden bis zum Schwarzen Meer gehört jetzt mir. Locker. Naja. Wer da jetzt vorbei will, ne? Ja. Wohin wollen die? Da runter. Ich hab allen möglichen Leuten gerade eine Staatsehe geschickt. Boah. Ey, guck mal, Moskau. Ja, mit dir hab ich noch. Vom Osten ab, gegrenzt. Ja. Cleverer Schachzug, Moskau, cleverer Schachzug. Boah. Oder hast du noch meine Dame beachtet? Ah. Obi, aus dem Osten kommen Verstärkung für die Feinde. Ich hab schon gesehen, ich weiß. Ach, die tötest du. So, ja, der Part wird ein bisschen länger, aber was soll's. Also, wir sind gerade im Krieg, ich hab keinen Bock aufzuhören. Ich auch nicht, eigentlich. Ich schon, weil ich kann den Krieg führen. Kastilien, Staatsehe. Wieso kriege ich jetzt den vollen, was? Die volle Infamie für deren Länder? Oh, ich kann Imperium werden. Locker. Wie sieht's aus? Was braucht man dafür eigentlich Imperium-mäßig? Ich glaube, man braucht einfach 30, genug. Ja, 30 Städte. 30 Städte, wie viel habe ich eigentlich? Was bringt denn so ein Imperium für Vorteile, die Staats-, Regierungsform? Kannst du durchlesen. Also Nils! Nils auf dem Vormarsch. Aber richtig, Alter. Die kriegen aufs Maul. Fordern niemals einen Briten heraus. Na, sag ich doch. Deshalb spiele ich in unserem anspruchsvollen... Vor allem nicht, wenn du mit Stein und Stock kämpfst und der Brite mit, was weiß ich, heißt er? Gatling-Gun. Ja, natürlich. Vor allem nicht, wenn der Brite mit einem markanten Hut, einer Brille und einer Taschenuhr kontert. So. Also, Nico Hages? Ja, die Provinzen, die sie von dir da erobert haben. Kannst du Bar nicht annektieren? Nee, ich muss erst die anderen beiden Provinzen befreien. Nö. Ja, wir können gleich noch beim Zyaniden einmarschieren, Nils. Ja, zumindest mal vorbeischauen und an der Tür klopfen, ne? Gold abholen. Alter, nice. Ich mag sowas, wenn es so läuft. Nicht so wie vorhin, gell? Nicht so wie vorhin, als ich dann Insolvenz anmelden musste. So. So, also. Wie lange braucht ihr da noch? Spanien, England? Es geht. Also nicht mehr lange, glaube ich. Es gewinne ich dafür im Moment zu viele Schlachten. Okay. Aber jetzt landen bei mir so komische Rebellen oder sowas, keine Ahnung. Die müssen mal sterben. Was sagt aus, wie viel es kostet, wenn ich an Infamie, wenn ich was erobern will, wenn ich einen Krieg erkläre? Also, das heißt 0% Infamie, dann sollte ich doch eigentlich 0% Infamie haben, oder? Keine Ahnung, also, ich glaube, also, ich weiß nicht, wenn du eine Kernprovinz drauf hast, dann ja. Wir wurden gerade irgendwo 2000 Mann aufgeregt.
musst noch nach Sundgau oder kannst du jetzt schon annektieren? Wie lange dauert's? Nicht mehr lang. Nur noch Sundgau muss fallen, dann kann er Frieden machen, dann kann ich Frieden machen. Dann sind alle happy. Ja. Wo ist Sundgau? Sundgau ist in Badennähe. So, super. Ich finde meine Flotte nicht mehr. Fail. Sicher, dass deine Flotte doch überhaupt noch existiert? Weil sie relativ groß ist. Als ich mal eine Flotte, als ich mal aus England eine Flotte nach Amerika geschickt habe, habe ich irgendwann gewundert, wo ist meine Flotte hin? Da habe ich erst gestellt, dass es gesunken ist. So, jetzt Frankreich. Gut. Boah, das bist ja immer schon, ich wollte meinen König töten, ja, von wegen Personalunion mit Wales. Was ist passiert? Der König war auf dem Schiff, aber das Schiff ist gesunken und der König ist verliebt. Jetzt mach hin, wie den brauchst du denn? Wer? Du. Mit was denn? Der Ungarn. Jaha, ich bin gerade am Frieden machen. Sag mal, bin schon exkommuniziert? Weiß ich nicht. Guck mal nach, ob er so, gegen jetzt. Wird. Also Tobi, welche von den Provinzen willst du? Nehmen wir erstmal alles ein. Dann gucken wir mal, was wir da nehmen. So eine Scheiße ist, habe ich wieder diesen komischen beschissenen Kriegsgrund wegen Norditalien. Aber den für Burgund kriegst du nicht, ne? Das ist gut, ja. Tobi, es reicht erstmal, wenn wir hier die eingenommen haben, weil die haben halt, die sind einzeln im Krieg. Das heißt, die können wir halt erstmal einnehmen und dann können wir halt mit dem Part. Wollen wir jetzt den Part dann mal zu Ende machen, oder? Ja, ja Moment, wir haben halt hier gerade den Krieg. Ich versuche gerade noch Palermo zu erobern. Dauert echt nicht lang. Ja. Palermo fällt, dann habe ich. Du meinst, das sind zwei Kriege, Nils? Das sind ganz. Also, wir sind mit ganz vielen Leuten im Krieg. Und Marokko ist nicht mehr Kriegsführer, sondern die Mamelucken. Die kommen aber nicht zu uns, weil Flotte. Yay. So, Ungarn. Alter, bei den Hafsiden können wir auch noch vorbeischauen. Alter, Nils, wir können gerade durchlaufen. Leute. Ja. Die Hafsiden sind aber Vasall von den Osmanen. Wir können. Ja, nicht, okay, wir können doch. Nee, die Personalunion wurde haben sie gekündigt. Gibt ihn dreckig, sag ich mal. Also, ich muss jetzt wirklich mal den Part beenden, weil sonst ist er echt zu lang. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange er ist. Auf jeden Fall, es war eine wirklich gute Session, würde ich sagen. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, sind heute weit vorangekommen. Ich hoffe auch, dass es den Zuschauern Spaß gemacht hat beim Zuschauen und natürlich auch euch. Also, dann würde ich sagen, war es das mal für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.